So, dann immer mal an der Stelle weiter. Jawohl, jawohl, jawohl. Und ja. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Ja, wir haben noch 5 Gebiete, die wir absuchen, abkämpfen, was auch immer. So, wo lang jetzt? Nach einem kleinen Dingens, Telefonat. Da ist eine Brücke. Ach, da kann man nicht weiter, genau. Nach einer kleinen Banane später. Noch ein kleines Ärgernis, dass meine Waschmaschine jetzt auch den Geist aufgibt. Oh, Scheißding. Ja, da läuft Wasser aus der Waschmaschine. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich das Ganze. Müssen wir zwei Handtücher drunter tun und ja, trotzdem laufen lassen. So, ist aber schaurige Musik. Brücke mit dem Haus hatte ich hier oben schon mal, genau. Dass das wieder so eine Musik ist, voll, wo du echt anfängst zu zittern. Ja, ist gut. So, das heißt, ich gehe jetzt hier lang. Oder vorhin da gewesen. Ich weiß gar nicht mal, wo ich jetzt gewesen bin. Ich bin mal gespannt, wo wir noch nicht waren, wo wir aber hin müssten. Hier ist da jetzt, hier sind auch Steine. Als wenn hier oben was. Okay, da sind wir vorhin hoch. Jetzt mal Richtung in den blöden Wald hier. So, einen kleinen Hügel gelaufen. Das ist mega Gänsehaut hier. Jo. So, hier sind wir auch schon gewesen. Da kam man dann auch nicht weiter, genau. Da durch die Softbox ist es hier gleich viel heller hier drin. Er macht es viel mehr Spaß gerade, als wenn ich nach draußen gucke. Aber es ist wieder tierisch am Abrechnen, Alter. 72, 64. Ich glaube, das hatten wir aber auch schon. Genau, hatten wir auch schon. Der Gamma war ja auch nicht weiter. Da war ja auch Sackgasse. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Wenn er nicht gleich wieder die Puste verliert, dieser Röchelmeister aus Röchelhausen. Oh ja, das Symbol hatten wir auch gesehen. Ich blicke gerade nicht mehr durch, wo ich war oder wo ich hin müsste. Ich bin gerade ein wenig überfragt. Der Typ hat eigentlich keine Ausdauer. Ja, Frodo guckt mich auch schon die ganze Zeit an. Bestell mal den Regen ab. Nein, Frodo, kann ich nicht. Da kann ich nicht machen, Digga. Da hast du leider Pech gehabt. Miezekatze. Aber das war jetzt diese blöde Blockhütte da. Also gucken wir, ob ich in diese Richtung an der vorbei. Das heißt, da hinten war ja nichts mehr. Da haben wir jetzt alles um. Muss alles durchgeschaut. Da kann man. Sind wir hier? Hier wieder ein Kreislauf, dann laufe ich hier gleich den Weg wieder zurück. Einfach ist das. Ja! Hör mal wieder. Die Wanderelse. Oder geht dann da lang?
Ah, da waren wir bei dem Ast von gerade. Okay. Ja, jetzt hänge ich an diesem Baum fest. Ist geil. Ja, sicher. Gut. Dann versuche ich jetzt mal. Ja, ja. Krummel, 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 krummel. Boing, boing, ding, ding, du. So. Wahrscheinlich komme ich da jetzt nirgendwo lang. Versuche ich das jetzt mal hier. Da, geh doch mal. Hängt die nie wahr? Ja. Die Steine führen mich aber irgendwie auf irgendeinem Weg hier. Geh mal hoch, geh hoch, geh hoch. Ach du Versager. Ich mal das kann er. Ja, Krimmel, Krimmel, Krimmel. Ey, dein Ernst jetzt? Lauf doch mal hier dran vorbei. Die Steine sind nicht für umsonst hier, habe ich das Gefühl. Meine ich zumindest. Kann mich natürlich auch täuschen. Ja, genau. Jetzt hängen wir wieder an dieser. Es ist. Ey, was? Ah, diese Grafikbugs. Wie bei Dead by Daylight. Nicht ganz aus getüftelt, der ganze Kram. So, ich will jetzt einfach mal um diesen blöd. Wow, sind wir echt so fett, dass wir da nicht durchkommen? Wow! So, was haben wir da unten? Was haben wir hier? Nix. Wo ist er? Da. Gut. Und wieder da lang. Oh, wir haben ja Musik in die. Musik. Richtig gruselhafte Grusel-Musik. Wieder in diesem komischen Wald hier, oder was? Ich weiß nicht, wo ich bin hier. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich laufe einfach irgendwo. Bäh. Geh doch mal. Was ist das denn? So fett können wir doch gar nicht sein. Ach, da sind wir reingefahren. Das heißt, wir sind von hier gekommen. Vorhin. Und sind dann. Ah, Hans, guck in die Luft. Das heißt, wenn wir von da gekommen sind, dann müssten wir hier lang. Ruhig. Tief durchatmen. Eine Atemschutzmaske, oder das wäre viel besser. Dann könntest du die Kälte auch besser abhaben. So, was haben wir hier? Ja. Genau, da bin ich vorhin hängen geblieben. Das heißt, 67, 7E. Das haben wir auch schon. 67. Das heißt, da brauchen wir auch nicht lang. Das heißt, wir gehen jetzt rechts. Okay, hier geht's lang. Ja! Boah, der Typ, Alter, der geht. Beweg dich, ey. Boah, du kannst ja nix, ey. Da ist schon wieder diese blöde Hütte. Ey, was laufe ich die ganze Zeit im Kreis oder was geht, ey? Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Das nervt gerade. Immer läufst du im Kreis, ey. Er hat keine Puste mehr. Was ein Desaster, ey. Ja, du sagst zurück. Ja, warte mal. Da war ja da hinten. Teleportiere dich mal da, dann gehe ich jetzt. Laufen wir jetzt. Ganz ruhig weiter. War schon wieder so eine Kellerfalle.
Da ist wieder eine. Mama mia. Okay, hier sind's. Reflecting something you could call a hotel. Two persons per bed. We woke up at 9 a.m. It was actually quite comfortable, although it was a little cold because we forgot to close the window vent. We ate breakfast, packed our things, and at 11 a.m. we were ready to go. We set off in the back of a truck, so it was a bit cold. During the ride, we talked about absolutely everything we could think of. On the spot, we spoke with some local workers. I remembered one in particular. He had a red beard. Friends called him Beardman. We cooked and ate dinner, and now we are resting. Half of the group is looking at some maps, the rest are sleeping. I started handling the equipment and writing. It is still a bit too cold. My hands are shaking, but finally, my thoughts are much brighter than yesterday. No creepiness in them whatsoever. There's a long way ahead of us, but the only thing I can feel is excitement. It seems as if the forest is calling us. That beautiful, magical, dark forest. Okay. Dass der Bärtige ihr im Gedächtnis geblieben ist. So, jetzt haben wir wieder einen Zettel. Das heißt, irgendwo, wo ich meine, muss jetzt wieder was Rotes sein, wo wir noch nicht gewesen sind. Also ganz unten, wo der Turm ist, da ist ziemlich viel Rot. Links ist wenig, oben ist wenig. Das sind unsere Gebiete, da sind wir noch gar nicht gewesen. Warte mal. Wo sind wir denn jetzt gekommen? Von da? Der Zettel von rechts. Der Zettel war von rechts, genau. Das heißt, wir müssen hier weiter. Wir müssen jetzt hier weiter. Er sagt, er wieder nach links. Das ist, dann gehen wir jetzt mal nach links. Ja, dann geht er. Okay, gut, alles klar, Kompass. Du gehst da hoch, ich gehe geradeaus. Das ist jetzt eine Stelle, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist wieder was Neues, weil auch wieder ein Zettel war. Das heißt, auch diese Figuren haben uns wieder gezeigt, dass wir da in diese Richtung gescheucht werden sollten. Okay. Ich lasse den Kopf fast einfach mal an, als Richtungsweiser so ein bisschen. Was? Yeah. Was diese Bugs, diese Texturen, Ficke, ey, dass du da nicht vorbeikommst. Entschuldigung für den Ausdruck, aber das nervt gerade. So, sehen wir kurz ausruhen, nicht, dass wir gleich wieder laufen müssen. Sackgasse. Sah fast aus wie ein Tunnel, ist aber keiner. Ihr Brotkrumm. Ungestützter Baum. Lichtung. Ruhig angespannte Szene. Ja. Ungestützter Baum haben wir jetzt nicht das erste Mal gesehen. Ja, okay. Dann gehe ich nach oben. Er sagt ja nach oben noch, geradeaus. Geht das noch ein bisschen schneller? Du bist zu langsam. Ist einfach zu langsam. Aber hier geht es jetzt gleich nicht weiter. Doch! Wow. Genau. Einfach nur mal Schnee fallen sehen. Ohne den Gruß, den Wind. Das macht die Atmosphäre gleich wieder so ein bisschen ganz anders. Das ist eine geile Atmosphäre gerade. Kein Wind. Du hast nur so ein... Und du weißt, dass da ein bisschen der Wind irgendwo drumherum in irgendeiner Höhle pfeift oder so. Der Schnee fällt. Du hörst es aber nicht. Geile Atmosphäre auf jeden Fall. Mega geil.
gerade ein bisschen ruhig zu sein, damit ihr die Atmosphäre genießen könnt. Oder wir genießen können. Ich dachte, ich könnte jetzt da hochlaufen. Alter. Es geht also runter. Aber es scheint wohl, wir sollen nach oben. Also in die Richtung weiter. Da kommt was. Ja? So. Es ist jetzt ist ein windstilles Tal. So, das wollte ich jetzt sagen. Überall viele kleine Steine. Als wenn hier mal eine Lawine runtergekommen wäre. Er sagt mir, ich soll aber in diese Richtung weiter. Aber ich weiß, dass ich hier nicht hochkommen werde. Da brauche ich da gar nicht lang. Das heißt, ich gehe jetzt hier hoch. Geht's auch nicht lang. So, jetzt sind wir wieder im offenen Tal. Das heißt, hier gibt es wieder Wind. Oh. Viel zu windig für meiner Meinung nach, da das Gras sich nicht mal richtig bewegt. Also fake. Selbst das Gras hier in den Büschen, das hätten sie vielleicht besser machen können. So, das heißt, hier hoch. Bei dem roten, weiß ich, sind wir da schon gewesen? So, mal wieder eine Höhle. Scheint mir auch nicht ganz unbekannt zu sein, die Höhle hier. Na, hier sind wir auch schon gewesen. Jo, frohe Weihnachten. Er sagt, wir müssen da lang, aber da kommen wir ja nicht hoch. Ich weiß nicht, wo wir. Das ist manchmal so irreführend. Das macht manchmal keinen Spaß mehr, hier stundenlang rumzusuchen. Dass du nicht wirklich weißt, wo es lang geht. Und der Kompass zeigt dir auch nur irgendeine Kacke an. Wo du hin sollst. Und dabei geht es da gar nicht lang. Du kommst auch nicht lang. Das heißt, du musst durch irgendwelche 50 Umwegen eine andere Schlucht oder irgendwas. Ja, hier, ne? Das ist fake hier, ne? Boah. Hier hast du echt. Ja, jetzt sind wir wieder hier vorne. Naja. Der Typ, der nervt einfach. Der kann nichts. Der verliert gleich. Ich verliere langsam die Geduld, ja? Aber er, jawohl, der riecht mich gerade auf. Der kann echt nix. Keine Puste, kein nix, kein. Ja, aber es ist wahrscheinlich nur so ein Stand zum Forschungsbauer. Ja, da wären wir nicht weit gekommen. Es sah halt am Anfang so aus, als wenn man da lang könnte, ja. Das kann nicht unser sein, weil unser Feuer ist aus. Das da ist da, das da, da sind wir auch noch nicht gewesen. Das heißt, ich versuche jetzt einfach mal. Wo sagst du? Ja, genau. Du sagst da lang, ich sag hier lang. Da sind wir auch noch nicht gewesen, weil ich nicht weiß, wie wir da hochkommen. So ist das denn da auf der Karte? Hat auch nicht angezeigt, ne? Nee. Das heißt, ich weiß nur von dem. Ich kann nur ahnen, wo wir gerade sind. Was? Das ist das Feuer, da ist das Zelt. Das heißt, wir sind wahrscheinlich da wieder unterwegs. Das heißt, ich laufe jetzt darunter. Das mache ich jetzt auch und laufe jetzt da lang. Vielleicht komme ich da irgendwo hin. So, ich habe jetzt zwei Wege. Ich habe den rechten und den linken. Mal sehen, wie die Finger stinken.